Hey Leute, hier ist wieder Hauptner von der Tour Big Buddies und heute geht es um den Aufsatz Langerlauf und was der eigentlich bewirkt. Im Grunde erhöht eigentlich der Langerlauf nur die Reichweite um 16%. Das habe ich hier nochmal in der kleinen Grafik. Man hat am Anfang mit der MP7 bei bis zu 19,5 Meter einen 4-Hit-Kill und mit dem Langerlauf geht das Ganze bis zu 22 Meter und der 5-Hit-Kill bei der MP7 ohne Langerlauf ist zwischen 19,5 und 26 Meter und mit dem Langerlauf ist er zwischen 22 und 30 Meter. Das heißt jetzt eigentlich so viel wie, dass ihr zwischen 19,5 und 22 Meter besser dran seid mit dem Langerlauf und zwischen 26 und 30 Meter besser dran seid mit dem Langerlauf. Mehr gibt es zum Langerlauf eigentlich nicht zu sagen. Ich benutze ihn eigentlich immer bei jeder Shotgun, weil das einfach Pflicht ist, weil die Shotguns einfach keine gute Reichweite haben und deswegen unbedingt den Langerlauf bei den Shotguns benutzen. Bei den SMGs benutze ich ihn auch meistens, weil ich finde, dass es doch einen Vorteil bringt und die anderen Attachments, also Aufsätze, sind nicht wirklich der Knaller und deswegen benutze ich auch hier immer den Langerlauf. Als Gegenstück zum Langerlauf gibt es dann den Schalldämpfer, das heißt, ihr könnt nur einen von den zwei Aufsätzen auf eure Waffe geben. Ich persönlich greife ja lieber zum Langerlauf, da es mir ziemlich unwichtig ist, ob ich jetzt auf dem Miniradar aufscheine, wenn ich schieße oder nicht. Und deswegen benutze ich auch so gut wie nie den Schalldämpfer. So, und jetzt kommen wir zu etwas Neuem, den sinnlosen Tipp des Tages. Wusstet ihr eigentlich, dass die Türen aufgehen bei Drohnen, wenn ihr gegen sie schießt? Ich nicht, ich habe es erst vor kurzem erfahren. Das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Wenn ihr sinnlose Tipps wisst, dann schreibt die in die Kommentare. Wir werden sie dann zeigen, wenn sie gut sind. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin.